Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Und es ist die 70. Folge Jubiläum. Wow! Jubiläum. Wow! Ja, das ist es. Jubiläum, Folge 70. Also. Hey, schieß los. Abbrechen. Na, nix. Ich habe nur gedacht, ich kann mit dir reden. So, wir machen weiter. Bei Kellogg's hier im Gebäude. Was gibt's hier noch zu looten? Wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe schon alles gelootet und gehörig viele Stimpacks bekommen. Hier haben wir noch was. Klebeband, Schere, Schraubenzieher. Klebeband ist immer gut. Ich muss irgendwann einmal zum Sanctuary. Da gibt es ja noch was zum Tun im Sanctuary. Was haben wir da? Nix. Ah, okay. Seife. Seife. Ist immer cool. Ist ja nichts wert. Aber auch trotzdem eine Kronkorke. Hallo? So, da haben wir alles gelootet. Stimpacks sind alles. Sind alle weg. Da drüben habe ich schon geschaut. Ja, da auch. Ordner, saubere Kaffeetasse oder was? Keine Ahnung. So, wir gehen weiter. Und wo müssen wir jetzt hin? Ich schätze mal hier rüber. Was haben wir da? Abgenutztes Klemmbrett. Wo müssen wir da hin? Ah, hier zum Terminal, genau. Kellogg's Terminal. So, mein Kaffee am Start. Willkommen bei Termalink Robcore Industries. Passwort erforderlich, jawohl. Zugriffsprotokolle anzeigen. Abgeschlossen. Suche nach weiteren Informationen. Sprich mit Nick über deine Erkenntnisse. Anmerkung. Haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Forthagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Du Sack, du. Boah, das ärgert mich jetzt. Sicherheitstürsteuerung. Verriegelt. Türe öffnen. Sehr gut. Türen sind offen hier oben. Cool. Wo ist Kellogg? Kellogg, sag ich. Nicky. Kellogg also keinen Mist erzählt. Nö. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Mhm. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Hm. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen. Piper. Die Sache besprechen. Ja. Wir treffen uns da. Warum Piper? Wie kann Piper uns helfen? Vertrau mir, die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges durchblicken. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden. Wir treffen uns da. Wir sehen uns später. Also gut. Wir treffen uns in Diamond City. Ja. Und keine Sorge. Es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Ja. So, sprich mit Piper über deine Erkenntnisse. Werde ich machen. Leute, wir kommen jetzt wirklich weit. Wir haben Kellogg endlich nach 5 oder 6 Folgen endlich besiegt. Dieser Schlawiner. Folge 2, glaube ich, war's. Oder 1 oder 2? 2, glaube ich. Unser Sohn Sean entführt worden ist. Ja, wir treffen uns in Diamond City. Wir haben alles gelootet. Und es ist sogar fertig. Wir gehen raus. Nach Commonwealth. Liebe Leute. Nach Commonwealth. Ah, mein Kaffee hier. Ich liebe Kaffee. Wie spät haben wir es bei uns eigentlich? Es ist 2:30 Uhr nachmittags. Eine wieder mal komische Let's Play-Zeit, aber die ist immer häufiger, diese Let's Play-Zeit bei mir. Im April, schon fast Mai. Komm doch, Mensch. Ja, endlich. So weit oben ist es ja nicht. Zugang zum Dach. Ja, benutzen Terminal. Öffnen hier.
Tür öffnen. Da sind alle Gegner beseitigt. Bin ich schon ein Level aufgestiegen? Ne? Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die Stellen der Bruderschaft. Hey, cool! Die stehen in der Bruderschaft. Ich mag die irgendwie. Schaut euch das an, Leute. Stell eine Bruderschaft mit ihrem großen Luftschiff. Hohoho, Leute! Also das ist schon wirklich unglaublich genial. Ich find's super. Stell eine Bruderschaft. Schatten, hör die Militärfrequenz AF95 an. Ja, und wie machen wir das? Radio? Bitte AF95. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Hm. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Okay. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Okay, Polizei, mach ich. Ich wiederhole. Okay, klassisches Radio. Nö. Diamond City Radio. So. Ja, Leute, wir gehen jetzt zurück nach Diamond City und müssen Polizeirevier Cambridge. Polizeirevier Cambridge, da werden wir als nächstes hinmarschieren, Leute. Ah, herrlich, liebe Leute. Ich finde das so genial. Jetzt kommen wir richtig ordentlich wieder weiter. Endlich wieder mal. Wir haben Kellogg besiegt, diesen Vollidioten. Und wir haben ja erfahren, dass unser Sohn Jean älter ist, erstens mal als gedacht, mittlerweile. Und zweitens einmal schon jetzt im Institut ist. Was dieses Institut ist, wissen wir alle nicht. So, wir werden verkaufen gehen. Es ist aber schon Abend, das heißt, wir können schlafen gehen, oder? Ja, wir können schlafen gehen. Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City Sicherheit nutzlos ist. Na, auf jeden Fall. Ich trinke meinen Kaffee jetzt noch. Der ist ja schon fast leer. So, und wir nehmen unseren Zimmer. Einen schönen Aufenthalt. Danke, ja. So, 1.18 Uhr AM, 2.18 Uhr, 3.18 Uhr, 4.18 Uhr, 5.18 Uhr, 6.18 Uhr, 7.18 Uhr, 8.18 Uhr, 9.18 Uhr. Wir schlafen 8 Stunden. Dann sind wir auch ausgeruht ordentlich und können dann Sachen verkaufen. Komplett alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Und das mache ich jetzt wirklich. Alles verkaufen. Du bist müde. Inklusive fast alle Waffen weg. Nur die wichtigsten Waffen behalte ich mir. Ja. Also, ich spiele sogar noch über die 70 Folgen. Wirklich, es ist unglaublich. Also, es wäre ja normalerweise jetzt die Session vorbei. Von Folge 64 bis 70 jetzt war die Session. Aber ich spiele weiter. Ich habe so einen großen Bock gerade. Die Strahlenvergiftung ist ziemlich verbreitet. Ja, komm doch, los. Handeln. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Ja, ich verkaufe dir mal alles, sehen, ne? Was ich entbehren kann. So, Klemmbrett. Der hat eh wieder Stimpax wahrscheinlich. Und der hat eh wieder genug Kronkorken. Adictol, das Abraxo-Putzmittel wiegt 1, aber das möchte ich behalten. Bekommen wir einiges raus. Adictol. Schätze ich mal Drogen. Einkaufskorb, ich gebe mal komplett runter. Einkaufskorb. Ah, Fusionskern.
Hätte ich nicht. Ist egal. Der ist schon voll, aber macht ja nichts. Kamera, Kaugummi, Kellogg's Outfit. Kellogg's Pistole, das lasse ich mir. Die lasse ich mir auf jeden Fall. Zweimal Kristalldekanter lasse ich mir. Wie viel Gewicht hat? Pff, drei, ein Kristalldekanter, drei Gewicht. Kybernetische Schmerzunterdrückung. Wert 96. Pff. Kybernetischer Gliedmassenaktuator. 96. Ich kann mir so viele Stimpaks leisten, Leute. Netzrelaisspule. Otoskop. Batterie, Pümpel. Rekorder. Robco Fun. 7 muss ich mir, glaube ich, durchlesen. Salisbury Steak. Nein, saubere Kaffeetasse. Schachtel Zigaretten. Stealth Boy kannst du haben. Sturmfeuerzeug. Zuckerbomben begebe ich weg. So. Behandle Lederrüstung weg. Leichtballaktierte Metallrüstung weg. Kurz doppelläufige Schrottflinte lasse ich mir. Impo lasse ich mir ebenfalls. So, somit sind wir eigentlich hier durch und wir können uns Stimpaks leisten, wenn der welche hat, Leute. Komm doch. Ah, Stimpaks. Ja. Sehr gut. Wir haben Stimpaks. Somit sind wir hier eigentlich durch. Annehmen. Okay. So, wo bist du, Niki? Nick Valentine. Wo ist der Nick Valentine? Achso, der ist aber drinnen. Der hat einige Sachen von mir noch. So, wie viele Stimpaks haben wir jetzt? 29 Stimpaks. Das ist noch immer nicht genug. Gewicht? 138 Gewicht. Ist okay, können wir überlassen. Wir machen weiter. Und zwar, wo gehen wir jetzt hin? Wir marschieren, jetzt speichern wir mal und wir marschieren auf jeden Fall einmal zur Cambridge Polizeistation. Wo sollte sie sein? Der Polizei vom Post redet zu einer Nierungsstelle, was haben wir da? Volt 81, da möchte ich auch noch reinschauen. Abgeschlossen vor Tagen. Rocky Narrows Park, Corvega Fertigungsanlage, da müssen wir auch hin. Wo ist das jetzt? Sanctuary, Powerrüstung haben wir da stehen, Volt 111, da waren wir, ganz am Anfang. Lexington, Corvega fertig und Salon Generous Art Check Systems haben wir schon gemacht, auch abgeschlossen. Polizeirevier, Cambridge. Da müssen wir hin, Leute. Oh, ich freue mich schon so. Mein Kaffee. Ja, neigt sich dem Ende schon langsam, der Kaffee. Ja, ich mache weiter. Bis zur Folge, keine Ahnung was. Ich habe den ganzen Tag heute, Gott sei Dank, einmal Zeit, was nicht so oft ist. Sehr cool. So, knappe 15 Minuten aufgenommen, diese Folge. Die geht jetzt noch 5 Minuten circa. Das ist okay. Wir gehen zur Polizeirevier, zur Polizeistation, Polizeirevier Cambridge. Hallöchen! Schau dir die Brandflecken an. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste. Die Bruderschaft. Um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt Ritter der Bruderschaft. Na, gehen wir rein einmal da, ne? Zu Paladin Dance. Haben sie eine Nachricht geschickt?
Ich bin ja bei der Bruderschaft. Ich bin bei der Bruderschaft, Leute. Ja. So, wo ist der Paladin Dance? Da ist er. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Okay. Ich bin beeindruckt, die Kavallerie. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pridwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Okay. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist ältester Maxon? Wer ist ältester Maxon? Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stellenden Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Okay. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Ja, cool. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Okay, steige in den Vertibird. Ah, cool, Leute. Könnte da was stehen? Bin ich sogar ein bisschen neidisch, dass du nach dieser verlorenen Technologie suchen darfst. Für die Bruderschaft Ruinen zu durchstöbern war schon immer mein Traum. Looten, Leute. Ich kann da alles looten. Ich kann da ja alles looten. Cool, wir müssen in die Vertibird steigen. Ich habe aber keine Powerrüstung oder irgendwas. Ich hoffe... Superkleber, ja. Ich hoffe, dass wir da wirklich schon bereit sind für diesen Auftrag. Wenn nicht, ist egal. Ich werde auf jeden Fall jetzt einmal schnell speichern. Und schauen wir mal, was ich da alles ausgelassen habe. Schaut so aus, als würde es sehr viel gewesen sein. Endlich. Ich brenne schon lange auf eine neue Vernichtungsmission. Boah, da war ich schon ewig nicht mehr, Leute. In Cambridge. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal in Cambridge gewesen bin. Das ist unglaublich. So, am Klo ist ja nichts mehr. Da haben wir keine Stimpaks oder sowas. Wer bist du? Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen. Sonst handelst du dir sofort eine Meldung ein. Ja, ja. Ist doch gut. So, ich tu nur looten. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. So, dann werden wir loslegen, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen hier raus. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen. Oh, Leute. So. Wir müssen los. Wir müssen auf den Vertibird. Egal was, ich weiß nicht, was das jetzt schnell ist, dieser Vertibird, das ist so ein Flieger, das ist dieses große Schiff, was wir gesehen haben wahrscheinlich, nachdem wir vom Vor rausgekommen sind. So. Da ist der Vertibird, ne? Hi. Paladin Dance wartet drinnen auf dich. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch einmal speichern. Und ein Selbstmörder! Das fliegt gleich in die Luft, das Auto. Wo ist das, der Vertibird? Die können sich nicht vor uns verstecken. Hi, Vertibird, bist du das? Da oben ist der Vertibird. Ich muss nochmal schauen, die ganzen Daten hier. Steigende Vertibird, Wiedersehen macht Freude. Sprich mit Piper. Gut, steht eine Bruderschaft, wir machen steigenden Vertibird. Da war ein Selbstmörder und den hat es zerlegt. Fusionszelle, Holomarke, Laserpistole. Es tut mir leid, dass ich dich ausräumen muss. Wir steigen in den Vertibird hinein. Der ist ja oben, genau. Ja, ich hatte eine andere Queste noch angeschrieben gehabt. Deshalb hat es mich hier rausgeschickt. So, liebe Leute, das war's aber mit dieser Folge, würde ich mal sagen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Steigen in den Vertibird. Ich hoffe, dass wir hier ohne Powerrüstung auskommen. Die habe ich stehen im Sanctuary, die Powerrüstung. Ich habe mir jetzt extra einen eigenen Spielstand gemacht. Und
falls es schief läuft und ich keine Chance habe, dass ich wieder hier zurückkommen kann. Kann ich hier noch einmal speichern? Neuer Spielstand. Ich mache einfach einen neuen Spielstand. Somit. Machen wir dann in der nächsten Folge weiter, liebe Leute. Wir steigen dann in den Vertibird und machen den Auftrag. Welchen Auftrag? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, Game over. Bis zum nächsten Mal und tschüss.